Mobilfunkfirmen als auch der Regulierungsbehörde begleitend eben auch diskutiert und auch getestet werden. Und es gibt natürlich auch die Frage, wie sind die wettbewerblichen Auswirkungen? Herr Reul sprach heute Morgen das Thema an Level Playing Field. Und es bleibt natürlich eine Frage nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt in der Europäischen Union, wie das eben auch hergestellt werden kann. Ich wollte aber nur darauf aufmerksam machen, dass trotz dieser Fragen, die sich stellen und die sich in allen Ländern stellen werden, es wichtig ist, ganz im Sinne von dem, was auch die Kommissarin gesagt hat, dass es eben urgent ist, dass man eben an dieser Stelle nicht die Möglichkeiten verspielen soll, die sich jetzt eben daraus bieten. Vielen Dank. Danke. Herr Steffen Ring aus Dänemark. Thank you very much, Mr. Chairman Rode. Vielen Dank, Herr Vorsitzender Rode. Ich komme von Motorola in Dänemark und wir repräsentieren ein wichtiges europäisches Unternehmen, von denen es ja Tausende in Europa gibt. Europäische Ingenieure in Tausenden von Unternehmen schaffen innovative drahtlose Technologien für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Und das sind Technologien, die exportiert werden außerhalb von Europa in Drittländer. Deshalb möchte ich Herrn Viola, dem Vorsitzenden der RSPG und seiner Agenda meine vollste Unterstützung aussprechen, insbesondere was den Teil Außenbeziehungen anbelangt. Denn insbesondere heute, da wir hier in diesem wunderschönen Gebäude diskutieren, gibt es eine Konferenz in Tokio. Da treffen sich die asiatischen Länder und diskutieren dort die digitale Dividende. Und also deren digitale Dividende, das sind keine 72 Megahertz, sondern 108 Megahertz beträgt die digitale Dividende dort und schafft damit natürlich noch viel größere Chancen für die Unternehmen dort. Also wir sind nicht allein auf diesem Planeten und ich möchte es noch einmal betonen, wir können das, was hier angesprochen wurde im Rahmen der RSPG, die Vorschläge, voll und ganz mittragen und werden alles in unserer Macht Stehende tun, damit das Ganze umgesetzt werden kann. Denn es geht ja nicht, dass wir hier bei Weltkonferenzen in Genf immer noch da sitzen und nach 4 Jahren feststellen, dass der EU-Vertreter da an einem Tisch sitzt und kein Mikrofon hat. In the corner. Thank you, Mr. Chairman. My name is Harvey Thomas. Ja, Harvey Thomas, Fellowship of European Broadcasters. Wir haben sehr viele, sehr logische Beiträge gehört in den letzten Stunden. Aber ja, da wurde immer wieder genannt, ja, Skaleneffekte, grenzüberschreitende Anwendungen, Wettbewerbsfähigkeit, Binnenmarkt. Und das scheint dann für viele zu bedeuten, dass kleinere Gruppen keinen Zugang bekommen sollten zu Frequenzen. Wir sind nicht China. Wir haben in diesem Saal, glaube ich, 21 Sprachen, eine davon Englisch. Wir sind nicht die USA, die nur 2 Sprachen haben. Ja, keine von denen ist Englisch dort. Naja, es gibt aber im sozialen Bereich bei uns sehr wichtige Gemeinschaften, Glaubensgemeinschaften, gemeinnützige Organisationen, die wirklich Schwierigkeiten haben zu überleben und die sich auch Gehör verschaffen müssen. Und ich hoffe wirklich, dass in einem neuen Rahmen, den sich hier schaffen, auch solche Gruppen, ob sie nun Rundfunkanbieter sind oder andere Organisationen, dass diese auch Zugang bekommen zu den Frequenzen. In vielen Ländern ist die Sprache besonders wichtig. In vielen Sprachen sind besondere Themen besonders wichtig. Und ich habe oft das Gefühl, also gut, ich bin ja nur 1,55 groß, 144 Kilo wiege ich, aber manchmal, da fühle ich mich da wie so ein kleiner Schrimp, der in einem Tsunami rumzappelt und ums Überleben kämpft. China has very much different languages. Ah, also in China gibt es sehr, sehr viele Sprachen, leider aber nur eine Partei. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Möchte sich jemand äußern zu dem, was gesagt wurde? The Commissioner. Frau Kommissarin. Great. Mr. Viola. Herr Viola. I would like to comment on the last. Ich möchte gleich die letzte Wortmeldung aufgreifen.
da sollte ein Punkt deutlich gemacht werden. Wir müssen die kulturelle Vielfalt in Europa verteidigen, denn das ist ein großer Reichtum für Europa. Und das können wir erreichen, indem wir den Fortschritt in den Vordergrund rücken und die wirtschaftliche Nutzung von Spektrum. Sie können es auf Internet nachlesen. Ich habe sehr oft die Rundfunkgemeinschaft verteidigt, auch in Bezug auf neue technologische Entwicklungen. Da liegt kein Widerspruch. Man kann die Frequenzbandbreiten wirtschaftlich besser nutzen. Und eine solche bessere wirtschaftliche Nutzung wird auch die soziale Nutzung des Spektrums verbessern. Es muss einem aber klar sein, dass auch Kosten entstehen und es ist nicht richtig, wenn nur eine Gemeinschaft diese Kosten tragen muss. Gut entworfene Systeme können dazu führen, dass jene, die es sich besser leisten können, jene unterstützen können, die das Spektrum auch brauchen. Und dadurch kann man die Frequenzbereiche besser nutzen. Man kann nicht zulassen, dass die Rundfunkgemeinschaften die Kosten des Wandels allein tragen. Doch alle Kreise müssen sich bewusst sein, wie wichtig es ist, dass man dem technischen Fortschritt folgt und entsprechend die Frequenzbereiche nutzt. Thank you, Mr. Chairman. If I may, I just would like to go back. Vielen Dank. Wenn Sie es gestatten, möchte ich einen Punkt nochmals aufgreifen, der bereits umrissen wurde von Kommissar Kruse und wurde auch angesprochen von Minister Ross-Behrann. Es ging da um einen Punkt, den wir gestern behandelt haben, im zweiten Workshop von gestern. Konsequenz war das Thema und Sicherheit, Gewissheit. Wir haben da vier Themen erörtert. Was die digitale Dividende betrifft, lohnt es sich, dass wir wirklich sehr viel Sicherheit vorsehen. Wir müssen ein Mindesteffizienzziel festlegen, das dann gilt ab dem 1. Januar 2012. Dann müssen die digitalen Fernsehempfänge future-proof sein. Und alle Mitgliedsländer sollten eigene Revisionsverfahren einleiten, um zu überprüfen, dass alle Lizenzen die Frequenzen benutzen, die sie bekommen haben, und zwar effizient. Und dann, was die Migration von der verbleibenden Rundfunknetze betrifft, die Technologie der ersten Generation verwenden, wobei heute auch neue Komprimierungsnormen bestehen, ja, da muss man auch entsprechende Ansätze finden. Also was jetzt die Gewissheit betrifft und die Kohärenz. Ja, all diese Themen bieten da mehr Sicherheit für die Beteiligten. Aber wenn wir Sicherheit anbieten in allen vier Bereichen, dann entsteht ein Multiplikatoreffekt und das kann nur von Nutzen sein für die EU-Bürger und Verbraucher. Das wollte ich also noch anmerken. Vielen Dank. Thank you. And we now make a little... Danke sehr. Wir legen nun eine kurze Pause in der Diskussion ein, denn ich freue mich sehr, den belgischen Bundesminister für Telekommunikation begrüßen zu dürfen, Herrn van Quickenborn. Bitte sehr. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Ich darf nun meine Landessprache sprechen. Von Sprachen war hier auch schon die Rede. Sie wissen nun, Belgien hat drei Amtssprachen. Niederländisch sprechen normalerweise. Das wird vielleicht schwierig für die Dolmetscher, sagt Herr van Quickenborn. Durchaus nicht der Fall. Aber jetzt werde ich dann doch Französisch sprechen. Das ist hier am einfachsten zu übersetzen, sagt Herr van Quickenborn. Frau Kommissarin van Kroes, Herr Ross-Behrann vom Rat, sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren, im Gang vor meinem Büro in Brüssel habe ich etwa 15 Fotos in Schwarz-Weiß von Menschen mit Unternehmergens aufhängen lassen. Da haben wir einen Herrn Steve Jobs, der auf Englisch, er kann ja kein Französisch, sagt: Between a leader and a follower. Kolleginnen und Kollegen, jetzt frage ich Sie, was für ein Europa wollen wir? Wollen wir Innovation? Wollen wir an der Spitze der Neuheiten stehen? Wollen wir ein Europa, das den Weg
anderen den Weg zeigt, oder wollen wir unseren amerikanischen und asiatischen Freunden folgen? Amerikaner produzieren